Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass, ich mit Thalas jetzt mich auf den Weg machen soll. Und das werden wir jetzt auch tun. Also der mutigste Kämpfer, den es hier gegeben hat. Die Frage ist nur, wo ist Thalas? Wieder da hinten? Einer von den drei Inzuchtleuten? Ich fürchte es ja. Hallo, Thalas. In der Geschichte musst du aber was mal wieder über was anderes reden. Das wird nicht mein Problem. Erwache! Ja. Koh-Angar schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Orkfriedhof bringen, damit ich dort Bal-Lukor und seinen Templer suchen kann. Schon wieder richtig der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit. Das ist absolut korrekt. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. So. Aber es ist das Gute, weil da muss ich mich nicht auf den Weg konzentrieren. Mann, ey. So. Ich fände es ja eigentlich besser, wenn die Gespräche ausgefadet werden, als dass sie direkt blip, sagte der nicht, das wäre auch ganz in der Nähe hier, diese Orkhöhle. Vor allem Orkhöhle, ne? Ich will doch jetzt nicht zu den Orks. Das ist so gefährlich. So. Wir laufen auch schön hier im Gleichschritt, das finde ich gut. Ne, laufen wir gar nicht. Richtig. Ah, er hat doch eine Waffe. Ich habe mich gerade kurz gefragt, ob er eine Waffe hat. Die Frage hat sich mit deiner Nagelkeule an der linken Seite geklärt. Kämpfen wir da wahrscheinlich trotzdem nicht. So wie wir den kennen. Orks. Sind immer stark. Hier oben? Echt? Ich wusste gar nicht mehr, dass hier noch was ist. Ach, ist das hier? Auch hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, denn ich bin nicht lebensmüde. Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Bal-Lukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. Ach so ist das. Ich dachte, die warten davor auf uns. Aber wir sollen da einfach reingehen, ohne dass wir wissen, ob die noch leben. Ja, ja, das ist ja beruhigend. Das ist ja äußerst beruhigend. Was sind das denn hier für Dinger? Beißer? Wieso kann ich nicht angreifen? Na. Ich kann... Was ist das denn wieder für eine Scheiße? Oh. Hä? Ich konnte auch gerade mit den Gesprächen deswegen schon wieder nicht. Da muss ich irgendwie mal wieder meine Tastatur zu Hilfe nehmen. Versuchen wir mal, ob das jetzt läuft. Ach ja. Beißer. Das sind für mich Zähne. Hier wirkt das alles schon so ein bisschen... Es ist echt nah, ne? Guck mal, man kann von hier perfekt das Lager sehen. Und hier sind Orks.
Aua. Na. Ich frage mich, ob ich den auch freundlich gesinnt begegnen kann, aber ich denke mal nicht, ne? Das Ding war ja, ja in den alten Gothic-Teilen hat man die halt quasi noch immer so als, ja, wie soll man sagen, als Monster betrachtet, die Orks, und nicht wie in Gothic 3 zum Beispiel, da sind die ja quasi ein fester Bestandteil, ein freundlicher Bestandteil. Du kannst ja sogar da, Punkte bei den Orks sammeln, also... Oha. Ich habe Angst. Orkjäger. Alter Falter. Zum Glück haben die einen extrem hohen Radius. So. Na komm schon! Schlag zu! Ein Kuschwarok. Kann ich das Ding benutzen? Scheint so, ne? Ich muss mich heilen. So. Solange ich Fleisch habe, kann ich das ja als perfekte Heilquelle nehmen. Es gibt 5 Akte, ne? Wie in einem vernünftigen Roman, glaube ich, ne? Meine ich, mich erinnern zu können. Ja, damit kann ich aber auch ganz gut schlagen. Ich bin ja eh eher der Zweihänder. So, es geht los. So. Na. Da ich ja eh nie blocke, das kennt man ja, bringt mir auch ein Einhänder nichts. Zwei Orks habe ich besiegt, das reicht aber noch nicht, um den Ork-Krieg zu beenden. Ich muss immer nur einzeln die Orks, sonst werde ich das ganz bestimmt nicht überleben. Na. Oh, ohne Schaden. Ich denke, so 2 Orks, die würden mich dann halt schon echt ficken. Oh, ich glaube, die haben nicht überlebt. Na. 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 Schaden! Aua. Alles klar. Also der muss auch eigentlich 50 Kilo wiegen. 50 ist ein bisschen wenig. 500 Kilo wiegen, dieser Charakter, so viel Fleisch wie der isst. Das ist ja nicht nur irgendwie so ein kleiner Chicken Nugget, das ist ja immer ein richtiges Schnitzel, was die sich dann reinhauen. Oh. Ein Richtschwert ist trotzdem schlechter. Was ist nochmal mein genaues Ziel? Ach ja. Ich muss den Guru Balukar. Das war bestimmt der Eingang, ne? Nicht? Ah, ich glaube, ich habe es aber auch gerade wieder zurückgedreht währenddessen.
Das sieht doch gut aus. Ah, Ladebildschirm. Oh, fuck. Ah, hier gibt's ganz viele Pilze. Das heißt, es wird sich lohnen. Es sind Schädel, glaube ich, keine Pilze. Oh Gott. Willst du mich angreifen, oder? Du wolltest, glaube ich, nicht mit mir reden. Das, Güte, das ist ein Ork-Gefängnis. Oh Gott. Das ist nicht so schön. Hä? Wieder Nachtschattengewächs. Und obwohl das hier irgendwie so hell drin ist, ist es irgendwie total dunkel hier drin. Das finde ich auch sehr komisch. Das sind Mumien und so. Ja, komm. Na. Du wirst das nicht überleben. Ich glaube, diese Dinger geben hier noch richtig viel Geld. In Gothic 3 zum Beispiel geben die ja kaum was. Gut, da ist das natürlich eine Angebot und Nachfrage. Da gibt es auch viel mehr von. Hier sind schon einzelne Zellen befreit. Ich denke auch der letzte, den wir finden werden, den letzten Sumpftypen, ist Baal Nurak oder wie der hieß. Na. Oh Gott. Nein. Oh, das riecht mir so auf, ne, dass du beim Rückwärtslaufen keine Waffe ziehen kannst. Das ist so bescheuert. Ja, das hat... Da kann ich jetzt neu laden. Das bringt mir so nichts. Das bringt mir sonst gar nichts. Das ist sonst zu große Verschwendung, ganz im Ernst. Oh Mann. So. So. Oh oh. Nicht zwei, ein bitte nur. Kannst du bitte normal mit mir reden? In Gothic 3 habt ihr auch eine normale Sprache drauf. Hallo. Also
irgendwie, sind die Orks leichter als gedacht. Noch ein Templer. Das ist eine blutige Spur der Brutalität, die hier hinterlassen wurde. Na, wieso habe ich denn die Waffe gezückt? Da war doch keiner. Oh Gott, ich glaube, der kämpft. Es überlebt ihr! Ich rette euch! Nein, nicht dich! Wenigstens der Baal muss überleben. Na, komm schon. So. Na. Ach, komm schon. So. Was soll denn das, Mann? Ja, kann ich alles nochmal machen, das freut mich. Das Geile ist ja auch, du hast so einen 100%igen Treffer, ne? Aber weil dieses Spiel zum Beispiel den Gegner nicht anvisiert, machst du halt gar keinen Schaden. Das muss man auch gar nicht verstehen. Oh, komm schon. So, komm, und noch ein. Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Klar. Khor Angar schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Klar. Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Khor Angar hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halbzerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Aha. Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen 3 Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. Ja, ja, erstmal looten. So. Der und das noch. Erwache! Das ist noch ein Templer. Den ich sein letztes Hab und Gut abnehmen kann. So, und ein bisschen Fleisch. Lalalalala, lalalalala. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.